So, da sind wir wieder, diesmal in den Steppen auf der Erde. Und wir fahren hier in der Patrouillenmission nach unten in diesen Tunnel. Und da kommen wir dann an eine Stelle, an der spawnen normalerweise drei Hive Mage. Da kann man auch ganz gut das Bounty machen. Und die knallen wir ab. Wenn wir das zusätzliche Glimmer haben wollen, dann hauen wir uns noch einen Black Wax Idol rein zusätzlich. Und der Trick funktioniert dann hier folgendermaßen. Sobald wir die umgelegt haben, haben wir hier oben an der Seite so einen Belüftungsschacht, so ein Klimaanlagenteil. Da springen wir dann einfach hoch. Das Spiel nimmt dann an, dass wir schon eine Ebene höher wären und spawnt folglich dann wieder Gegner. Das können wir dann beliebig wiederholen. Wenn es mal nicht funktionieren sollte, dann müssen wir die normale Methode anwenden. Die würde so gehen, dass wir dann wieder nach oben laufen, nachdem wir die Gegner umgelegt haben. Und würden zu diesem Felsen hier laufen, die Frollen beseitigen und wieder nach unten laufen. Diesen Weg können wir uns dann natürlich mit diesem kleinen Trick sparen. Und sollte schon jemand unten sein, dann kann man trotzdem noch Glimmer farmen, indem man sich oben auf diesen Felsen setzt. Oder wie es sich für Destiny natürlich gehört, oben auf dem Felsen zu tanzen. Wenn du dieses Video nützlich fandest, dann bewerte es doch bitte mit einem Daumen hoch und subscribe den Kanal. Dankeschön.